Hallöchen und herzlich willkommen zu einer kleinen Mini-Aufnahme. Heute will ich ganz kurz die Level 75 Daily hier machen für ein bisschen Buff-Food auf schnell. Und da flatter ich jetzt mal ganz schnell rüber. Ich habe nämlich mit der Mage was gemacht. Und zwar, der hat einen Blue Ball jetzt. Ich dachte mir, oh, weißt du, die gefällt mir ganz gut. Und ich hatte es eh vor ein paar Folgen, wo ich mit der Mage unterwegs war, ich glaube, das war das 300. Special, angekündigt, das mache ich irgendwann. Na, ich habe es jetzt gemacht. Ja. Und von dem her möchte ich jetzt ein bisschen testen gehen. Ich habe vor der Aufnahme schon ein bisschen rumgetestet. Und meinetwegen den Skills hier habe ich es nicht unbedingt gemacht, weil ja, der kann jetzt nicht viel. Der kann ein bisschen was. Cooldown ist miserabel. Aber ich bin zufrieden. Also, Hauptgrund, warum ich es gemacht habe, ist ganz einfach der hier. Und der hier. Dass man einfach schneller unterwegs ist. Was seine praktikablen Vorteile hat. Jetzt habe ich die Quest angenommen, aber habe gar nicht geguckt, was ich machen muss. Ach, Bären sogar. Schön. Die quetsche ich aus. Mal gucken, wie es klappt. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ja, auf jeden Fall keine paar Minuten unterwegs und schon bin ich bei den Wildschweinchen. Ich hatte erst überlegt, ob ich den Anreiseweg rauscutten soll und einfach da vorne anfangen soll mit aufnehmen, aber ich dachte mir so, nö. Ich mache hier den Flattermann ganz schnell, einfach mal, um zu zeigen, wie schnell die Mage ist. Mit dem guten Stück hier. Und wenn sie noch ein paar Level mehr hat, das levelt ja noch weiter, ne? Pink Ball wird es wahrscheinlich keiner werden bei ihr, weil das dann doch zu teuer ist. Außer die Dinger werden mal so günstig, dass man es machen könnte. Wobei man immer noch bedenken muss, dass man 200 Goldcoins braucht, was auch ein Haufen Geld ist. Also wahrscheinlich eher weniger. Da werde ich wahrscheinlich eher den Gen ausstatten mit Pink Ball und den UG später. Der übrigens noch nicht mal den blauen hat. Der ist jetzt 291, der hat noch nicht die A9-Geschichte gemacht. Da steht er ihm auch noch aus. So. Huch. Ist beinahe verkackt hier. 28 gar dein Gesicht, mein Freund. Das ist übrigens ein AOE-Skill, also ich hätte mir auch mehrere Bären nehmen können. Aber das wäre jetzt fast schon zu einfach gewesen, du. Dieser tolle Leuchteskill, der macht einen Debuff, der die Defense runtersetzt. Ist aber nicht so viel, also nicht der Rede wert auf jeden Fall. Mir fällt gerade auf, ich bin noch gar nicht auf meinem normalen Equipment. Ist blöd. Hier so eine Späße mache und dann auf die Fresse kriege. Sollte man mal nicht machen, ne? Aber gut. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? In dem Sinne habe ich schon 7 Stück. Das ist ganz wunderbar, wunderprächtig. Ich möchte mal ganz kurz meine Quest-Infos anders hinschieben. Ich frage mich, ob ich die Skelette auch ein bisschen luren kann. Eine Minute noch. Ich leg mal ein bisschen Schamanen-Buff-Holz aufs Feuer nach, ne?
Weißt du auf jeden Fall Bescheid. Eine Laverne ist mir geploppt, aber das ist nicht so schlimm. Die müssten übrigens relativ schnell kaputt gehen, ja. Guck mal, die treffen kaum. Vielleicht habe ich ja Glück und ich finde sogar den komischen Knickfuß da. Puff, weg waren sie. Ich glaube, die Mensch hat sogar noch die Quest offen. Das wäre nice. Ich habe übrigens eine neue Playlist gefunden, muss ich gestehen. Also das ist nicht Zufall, dass jetzt hier mehrere Songs hintereinander kommen. Erwähne ich aber in den folgenden Nacht auch nochmal. Kleiner Spoiler! Denn diese Folge nehme ich nach den danach drei folgenden auf. Ich mir dachte, komm, ich muss noch was dazwischen schieben, das geht so nicht. Also ich weiß schon, was passiert, ihr nicht. Das ist gemein, ich weiß. Eine Katze grabbelt mich gerade an. Hallo Katze, ich will jetzt aber nicht. Ich will nämlich schmusen. Aber ich will jetzt gerade nicht schmusen. Muss ich mir noch ein bisschen hinlegen für die Arbeit und dann hast du nachher noch genug Zeit zum Schmusen. Aber jetzt muss ich hier noch was tun, Katze. Muss ein paar Bären vermöbeln. Und da läuft ein Knickfuß rum, den ich mal ganz kurz knicken möchte hier. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich mit dem A hier einfach so Viecher lure und kill, aber ja gut. Ey. Oh, warte. Den Bärenspaß kann ich zurückmachen. Ich habe fast schon das geleistet, deswegen. Du dummes Kackvieh. Ist übrigens immer noch sehr nice, dass die MA auch diesen neuen Job-Change-Skill bekommen hat. Dem kann das halt auch wirklich was selber anstellen. Ist eigentlich echt funny. Ich werde mal ganz kurz hier normalen Speed reinmachen. Einfach damit sich mein Mana ein bisschen zuverlässiger regeneriert. Denn Walk on Air zieht relativ viel Mana. Was ich vielleicht vermeiden sollte. Katze, kannst du mal aufhören nach Aufmerksamkeit zu hier dingsen? Ich mache ja gerade was für meinen YouTube-Kanal. Das kennst du nicht, ich weiß. Also ich muss ja trotzdem nicht hier, ne? Diesen machen. Bam! Geil! Hat's mal kurz gescheppert, ey. Total nice. So, 16 Bären sind schon geschafft. Stirb! Weg mit dir. Kurz ein bisschen healen. Das Skelett hat einfach gar nichts abbekommen. Okay.
Ich habe das Gefühl, der Skill bringt halt überhaupt nichts gegen Monster. Wahrscheinlich habe ich mit dem Gefühl sogar recht. Na komm, hau ihn um. Ich kriege übrigens... Oder kriege ich XP oder... Doch, ist eingeschalten. Ich kriege übrigens nicht mehr für alle Bären XP, sehe ich gerade. Weil mein werter Schamane zu groß ist. Eventuell sollte ich mir mal einen Level 1 Char in die Stadt setzen, der dann immer die Party nimmt. Auf kurzfristig zum Buffen. Aber gut, XP ist gerade auch nicht mein Hauptgrund, um hier zu sein. Batsch. So, weg mit euch. 11 Bären noch. Und einen Knickfuß, den ich mir jetzt raussuchen werde. So. Auf Wiedersehen. Ja, und statt waren dann noch 9. 9 schnelle Bären zum Mitnehmen. Ich kann ja nicht voll verarschen, indem ich einfach ein paar Schritte laufe und schieße. Kommt der nie an. Die brauche ich halt 2 bis 3 Schuss. Shield und ein Head, nice. Also Köpfe von den Viechern schmecken schon, gerade von den Schildern, weil die brauche ich noch. Da hab ich noch was vor. Der Bär einfach nur 1200 Schaden, ey. Dieser Random Faktor geht schon auf die Nerven, ey. So. Die Skeletons nehme ich einfach mit. Und warum? Weil ich es kann. Ich hoffe, da ploppt jetzt nichts. Warum? Was passieren kann? So, das sind dann 26 mit dem hier. Ey! Lass das, ich hasse das. Mann! Wenn ich mir überlege, wie ich damals im Dieb hier gestrauchelt habe. Nee, auf Eva kannst du nicht gehen, die treffen dich ja trotzdem, muss auf HP gehen. Ja, jetzt bin ich hier mit einer Eva-Mage unterwegs, ne? Let's go. Okay. Diese Kackbären, ne? Sind die trotzdem geplatzt? Nur ein bisschen luren, Mann. Ja, ist gut. Du kannst nerven, ich hab's begriffen. Da habt ihr ein Damage. So, ganz einfach. Liegt da was? Klickt dann Bär, höhö. Ja, das ist halt... Mit dem Geplopp ist es halt nervig zu lösen. Was liegt da? Ich laufe jetzt nicht zurück, deswegen. 6 Stück brauche ich noch. Ich habe jetzt 3 hinter mir, 2 vor mir. Da vorne sind nochmal 2.
Ich hoffe, es ploppt nichts. Aber selbst wenn einer ploppt, dann hätte ich noch genug. Da kommt auch noch einer um die Ecke. Ich lobe Bären, ja moin. Das ist immer eine kleine Heiler Mage, ey. Ist das nicht süß? Lasst mich durch, da liegt ein Drop. Ich dasche mal kurz ein paar Mal rein. Nein, nicht ploppen. Bitte machen Sie nicht diese. Weißt du, du hast zwei Luren und einer ploppt wieder. Tudum. Wo ist das Leben? Einmal kurz reinsplashern hier. Dem Wildschwein gebe ich auch noch einen Klaps und den da vorne hole ich mir noch. Ah, die zwei. Da müsste ich eigentlich genug haben. Also ich meine, ich habe genug, aber nicht genug für mein Ego. Jo, Alter. Alle weg bis auf zwei und zwei Wildschweine. Einfach mal kurz die ganzen Mobs dezimiert hier. So macht man das. So. Dann muss ich dahin. Nee, nicht der NPC. Dahin muss ich. Einmal abgeben. Dankeschön. In dem Sinne auch danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Wenn eure bekloppte Heiler-Mädchen durch Karl rennt und alles kaputt splischt. Ciao.